Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit der Map Der Schacht. Und ja, ich habe eigentlich nur noch einen weiteren Kristall gefunden. Der befand sich in dem Turm. Ja, also hinten bei diesem goldenen Ding mit den Fackeln dran war noch eine Truhe. Da habe ich einen Kristall drin liegen lassen, also einen Block Titan. Ja, ich soll eine neue Welt lesen. Okay, dann mache ich das mal glatt. Ja, aber es war mir dann halt noch zu blöd, weiter zu suchen. Weil ich habe wirklich meines Erachtens alles durchsucht. Egal. Nachdem du durch das Portal gegangen bist, landest du hier, vor einer riesigen Burg aus gelbem Stein. Vor dir erscheint ein Mann mit einem langen, silbrigen Bart. Er sprach zu dir, während du noch ganz benommen warst. Entscheider, ich bin gekommen, um dir deinen Weg zu erleuchten. Niemand vermochte es jemals, hierher zu kommen. Dein Feind ist geschwächt, doch er lässt sich niemals ganz vernichten. Aber höre, es gibt Hoffnung. Du musst in den Thronsaal eindringen und den König der weißen Krieger mit dem Namen Grat vernichten. Er ist jedoch schwer bewacht und die Pforte zu seinem Thronsaal stets geschlossen. Ich jedoch kann dir sagen, dass sich innerhalb der Burg ein Geheimgang befindet. Finde diesen und vernichte Grat, um der Welt wieder Frieden zu bringen. Mit diesen Worten verblasst er und lässt dich wieder allein zurück. Allein vor den gewaltigen Mauern der Burg Graz. So. Aufgaben. Finde den Geheimgang in der Burg. Töte Graz, den Herrscher der dunklen Armee. Sobald er tot ist, folge dem Weg, der aus der Burg wegführt. Gut. Wir haben alles gelesen. Wir können durchstarten. Ach so, ja. Ich müsste noch die Schwierigkeit. Ups. Warum zum Teufel klicke ich immer auf Statistik? So. Ja. Das ist, denke ich mal, die Burg. Da drin soll ich den Geheimgang finden. Gut. Ach du Schande. Hallo Spinnen. Wir haben keinen Streit miteinander, oder? Tut ihr mir nichts, tue ich euch nichts. So. Ja. Hier oben ist überraschend wenig. Also, kurz gesagt, gar nichts. Wie es aussieht. Schwimm hier mal kurz hoch. Hui. Zu gucken, ob sich da vielleicht irgendetwas befindet, das mir weiterhelfen könnte. Nö, 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 nö. Hui. So. Na komm. Hast es gleich geschafft. Guter Junge, guter Junge. So. Ja, und auch hier sehen wir wieder, dass wir nichts sehen. Also hier ist nichts. Ich denke mal, es wird auf der anderen Seite nicht anders sein. Wäre relativ sinnlos, da jetzt noch hochzuschwimmen, wenn da wirklich nichts ist. So. Aber hier können wir uns mal kurz umschauen. In diesem Vorhof. Hops. So, da ist. Ach, eine Sackgasse. Gucken wir mal im Wasser. Hier scheint nichts zu sein. Das ist doch eine Sackgasse, oder? Ja, das ist eine Sackgasse. Ja.
Nö. So. Schwimmen wir da mal kurz hoch. So. Nü, 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 nü. So, sind gleich da. Top. Ah! So. Ich hoffe mal, dass das hier nicht der Geheimgang ist. Oder? Nee, ich denke nicht. Nee, gut. Bleiben wir also verschont mit Rumgespringe gerade. Ich höre da was drin. Ja, wo ist denn der Geheimgang? Ja, dann schwimme ich nochmal nach da oben, weil mir so langsam die Ideen ausgehen. Na. So. Oh, na. So. Hier hat man zumindest schon mal eine Truhe mit ganz viel nützlichem Zeug. Nü, 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 nü. So. Wollen wir uns erstmal anziehen. So. So. Neue Schuhe. Und eine Hose. Ja, den Rest können wir eigentlich so lassen, wie es ist. Aber bis auf eine Truhe war auch scheinbar hier nichts. Aber irgendwas übersehe ich. Nur was? Nur was, liebe Freunde? Wow. Oh Mann. So. Ach Leute. Wow. Nein, das ist aber gar nicht mehr feierlich. Puh. Ah, jetzt hört er auf, da drauf zu treten. Mein Gott, wie viele Eier können da drin sein? Naja, habe ich wenigstens was zu tun hier. Das ist wohl das größte Spinnenschlachten seit, keine Ahnung. Oh Gott. Ich denke mal, ein so großes hat es noch nie gegeben. Ah! Oh Gott. Na komm. Komm. Komm, Creeper. Spreng es auf.
Na. Oh. Mano. Zündung. Zündung? Hallo. Jawohl. So. Der Creeper hat gezündet. Wow. Ups. Sorry für das Zerstören der Burg. Nein, ich besiege den Typen nicht nur, ich zerstöre gleich seine gesamte Burg. Das ist mal eine ganz neue Variante von Vernichtung. So. Okay, das war definitiv nicht das Rätsels Lösung. Ich hoffe nur, ich habe nicht eben diese gesprengt. Oh je, oh je. Huch. Nee, hier wollte ich nicht rein. Okay, das mit dem Creeper war zwar eine gute Idee, finde ich, nach wie vor. Aber das war es nicht. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber. Oh mein Gott. Es tut mir wirklich leid. Also. Vergib mir. Gut. Nach diesem etwas schiefgelaufenen Experiment versuchen wir es anders. So. Warte mal. Schwimme ich noch mal hier hoch. Na. Ups. So. Und. Zack. So. Aua. Hier lang. Ah. Ich denke mal, ich habe den Geheimgang gefunden. Was ist das? Wow! Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott! Wow! Boah! Ach! Ein Golem! Hallo. 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 So, danke fürs Helfen. Ganz viel Gold. So. Allerdings denke ich mal, soll der Golem der König sein. So. Ja, soll er wohl. Okay. Ich
muss dich leider töten. So. So. Das war's. Ups. Ja, die Druckplatten jetzt da hinsetzen. Und danach den Weg folgen, hieß es. Oh Mann. Nein! Nein, lass mich in Ruhe. Nein. Oh Gott. Nein. Oh. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Hilfe. Ich werde verfolgt. So. Puh. So. Bleib draußen. Lies das Schicksal und starte dann die Welt, das Ende der Geschichte. Okay. Gut, dann lese ich das noch schnell vor und lade dann die neue Map. Moment, da. Das Schicksal. Der König der Finsternis Grat ist tot. Du bist nun ein Held und bist es würdig, die verdorbene Welt, aus der du kommst, auf immer hinter dir zu lassen. Und dich zum König der Länder Tanwein zu krönen. Der Herrscher, es liegt viel vor. Auf, Herrscher, es liegt viel vor euch. Der König ist tot. Lang lebe der König. Okay. So, dann lade ich mal die neue Welt. Wir sehen uns nachher. Tschüss. So, da sind wir wieder. Ja, wir sind hier in einem Zimmer. Und, ja, haben hier ganz viele Sachen. Und zwar soll ich jetzt, und wenn er nicht gestorben ist, lesen. Mal. Und wenn er nicht gestorben ist. So. Nachdem die Stimme im Turm dir gratuliert und dich zum König der Lande hier gekrönt hat, fandest du dich inmitten einer Menschenmenge wieder. Das Volk von Tanwein lebte seit geraumer Zeit in Angst und Schrecken vor Grat, dem dunklen Herrscher. Du hast das Volk befreit und hast nun Anspruch auf, auf den Thron. Und einige Zeit kluger Herrschaft lag vor dir. Es war jedoch nichts, was dich aufhalten konnte. Du gingst weiter als Sieger hervor, und Tanwein hatte Frieden. Du heiratetest und wurdest Vater eines Sohnes, der, als du alt wurdest, deinen Thron übernahm. Und als alter Greis sitzt du nun in deinem Haus in den Bergen, weit ab von jeder Zivilisation, und grübelst über Dinge nach, dessen Ursprung und Bedeutung niemand verstand. Niemand außer dir. War das alles? Auch wenn die Geschichte hier zu Ende ist, Tanwein lebt weiter. Und was immer passiert, alles wird gut. Ich hoffe, die Geschichte des Helden von Tanwein, meine Eigenkreation, hat dir in gewissem Maße gefallen. Und wenn meine bis jetzt längste Adventure Map gut ankommt, werde ich eine Fortsetzung kreieren. Vielen Dank, werte Spieler. So, ich werde mal die Informationen hier auch noch vorlesen. Bauzeit des Adventures lang, einige Monate. Ich kann es nicht in Stunden fassen, aber glaub mir, es waren viele Tester. Ich selbst gefühlte 100 Mal. Andere Adventures von mir. Okay. Mynessia, The Dark Descent, gespielt von Zombie. Gestrandet und vergessen, gespielt von Endzeitkind LP.
Die Anstalt noch nicht gespielt, wird aber noch veröffentlicht. Ja, drei Fragezeichen, ein Together Adventure, das ich vor kurzer Zeit angefangen habe. Mal sehen, wann es fertig ist. Ja, dann bedanke ich Hammel Gammel LP für diese Map. Und ja, wir sehen uns bei einer anderen Map dann wieder. Bis dann, tschüss.